Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview vom Badgertalion 25T AAP, dem Ersatz der Lorraine 40T. In dem Fall seht ihr hier ganz schön erstmal, wie das ganze Gerät so aussieht. Auf die Zahlen, Daten, Fakten, da komme ich natürlich gleich noch. Wir schauen uns mal im Tech Tree den Panzer natürlich an und sehen hier, was es für Möglichkeiten gibt. Aber man sieht in dem Fall klassischerweise natürlich Ketten, einen zweiten Motor mit dann 575 PS, ein Funkgerät, der Turm und natürlich die Top-Tier-Kanone ist eine, in Anführungszeichen, Tier-8-Kanone mit 100 mm, ist ein Magazinpanzer. Da heißt, wir haben 6 Schuss pro Magazin zur Verfügung. Zwischen den Schüssen liegen 2,3 Sekunden. Bis man das Ganze geladen hat, sind es 45 Sekunden. Der Durchschlag sind 232 mit Normal und 263 mit Premium. Der Schaden davon sind 300. Und man sieht, die Genauigkeit auf 100 Meter sind 0,36. Die Einzelzeit 2,5 Sekunden. Hier oben wäre nochmal so ein bisschen der Historie lesen will, hat hier natürlich die Möglichkeit, ganz klar. Man sieht auch nochmal ein paar Werte, die hier sehr spannend sind. Natürlich die Turmdrehgeschwindigkeit ist für einen mittleren Panzer immer sehr notwendig, gerade beim Umfahren. Die Neigung mit minus 6 und plus 13 der Kanone. Nochmal die Nachladezeit. Die Aiming-Zeit ist jetzt allerdings die verbesserten Werte. Die Werte, die also ich jetzt habe aufgrund der Crew bzw. der Ausrüstung, die ich dabei habe. Wir haben 1600 Hitpoints, die Panzerung kaum vorhanden. Topspeed sind 65 km/h. Und dementsprechend ist uns da schon ein Pänzerchen zur Verfügung. Ich selber fahre ihn übrigens jetzt mit dem Stabilisator, dem Ventilator und dem verbesserten Richtantrieb. Allerdings kann man da auch ganz gern mal das Tarnnetz nehmen, beziehungsweise natürlich auch Optics, je nachdem, mit was man ihn fährt, beziehungsweise wie man ihn spielen will. Ich glaube, eine Allheillösung gibt es nicht. Ich werde jetzt hier auch mit den Verbrauchsgütern sparsam sein. Ich nehme jetzt den automatischen Feuerlöscher mit, mehr aber auch nicht. Natürlich kommt jetzt auch die Frage dann selbstverständlich auf, wo unterscheidet sich denn die Lorraine und die Badgert in dem Fall? Also von der Kanone her gibt sich das nicht so viel, weil beide haben hier die Möglichkeit, die 100 mm Kanone zu setzen mit einem Schaden von 300 und dem Durchschlag von 232. Das ist bei der Lorraine und bei der Badgert gleich gewesen. Die Munition ist allerdings etwas weniger bei der Badgert. Wir haben nämlich hier in Summe maximal 30 Granaten dabei. Das war bei der Lorraine deutlich mehr, das waren nämlich 48. Die Einzielzeit hier jetzt schon verbessert auf 2,5, ist immer noch schlechter als von der Lorraine. Da waren es nämlich 2,4. Die Genauigkeit auch hier mit 0,36 schlechter als bei der Lorraine mit 0,35. Eins der Thematiken, was man hier vielleicht noch aufnehmen sollte, ist das Thema Brandwahrscheinlichkeit, weil Brandwahrscheinlichkeit haben wir hier mit dem Motor nämlich bei 20%. Das war bei der Lorraine lediglich bei 15%. Also man hat die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit zu brennen. Drehgeschwindigkeit ist von der Badgert besser, der Steigungswinkel ziemlich gleich. Also die Panzer nominell geben sich nicht so viel, man muss aber da so ein bisschen aufpassen zum Zeitpunkt dieser Preview, also gerade ad hoc jetzt, ist nämlich noch einiges nicht in den Datenbanken enthalten und natürlich muss man auch immer sagen, es kann sich auch hier immer noch was verändern. Ich denke aber, das war es jetzt soweit aus der Garage und wir sollten uns jetzt mal vielleicht drauf stürzen, wie das Ganze sich so im Spiel anfühlt. Also legen wir da los.
Heute mache ich es mal ein bisschen anders, als ihr es vielleicht sonst gewohnt seid. Ich werde euch jetzt keine ganze Runde zeigen, außer die ist natürlich die Runde des Jahrhunderts. Aber ich will eigentlich so ein bisschen eher auf den Panzer eingehen. Und das können dann ein paar kleine Momente sein. Das kann natürlich auch eine größere Episode sein. Und jetzt natürlich einmal sehen wir jetzt zu Beginn auch ganz klar die lange Nachladezeit. Das ist so das Erste, was man davon merkt, dass man hier einen großen Unterschied hat. Und auch die sehr, sehr maue Gun Depression. Also man sieht hier, die Neigung der Kanone ist sehr minimal. Die Schnelligkeit, die der Panzer hier hat, die kann ich hier jetzt nutzen und ein bisschen weiter vorfahren. Die 65 km/h Maximum dementsprechend auch ausnutzen. Und hier und jetzt auf den Leo. Und auch der Leo ist Gott sei Dank weg. Und jetzt decken wir hier die Jungs mal auf. Dass die hier nicht zur Ruhe kommen. Und ich bin ja noch immer im Reload, aber das wissen die Gott sei Dank nicht. Sonst hätten die hier schon lange wahrscheinlich mehr gemacht, als sie es derzeit tun. So, da konnte ich den rausnehmen und jetzt fahren wir mal da rüber und helfen den Jungs da drüben. So, jetzt kann ich da Richtung Badshirt mal hoch. Und kann die da rausnehmen. Okay, der ist weg. Aber natürlich, die nicht vorhandene Panzerung ist hier auch ein Thema. Weil ich muss sagen, ich kam mit der Lorraine gefühlt ein bisschen besser zurecht. Und gerade die nicht so ganz genaue Kanone ist jetzt nicht das, wie es mir sympathisch ist. Und auch das Thema der Einzielzeit ist jetzt nicht so meins. Da hat die Runde leider dann doch ein Ende gefunden. In dem Fall schauen wir uns jetzt noch den Endscreen an. Ich denke aber, wir haben ein paar Szenen gesehen. Wir haben gesehen, aushalten tut das Gerät nicht allzu viel, selbstverständlich nicht. Die Einzelzeit ist etwas lang, die Gun Depression ist etwas mau. Dafür, wenn sie Schaden macht, trifft sie gut und macht dann auch davon vernünftig. Die DPM ist solide, aber ich denke, es ist ein guter Vorbau für die klassische Badshirt, aber in dem Fall meines Erachtens war die Lorraine da ein bisschen besser. Ihr könnt mir natürlich auch eure Kommentare jetzt zu diesem Video sagen, zum Ersatz, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.